Und damit, Freunde, herzlich willkommen hier zum 88. Part Fortnite Rette die Welt zusammen mit Nexus, denn es gibt heute eine kleine, also es wird nur ein ganz kurzer Part, denn ich will erstmal euch ein bisschen kurz erzählen, was jetzt los ist, warum ich kein Fortnite mehr bringe und so weiter und so fort. Aber es scheint irgendwas Neues zu geben in Fortnite, hat mir mein Bruder gerade gesagt, und da dachte ich, komm, ich lasse mich mal komplett überraschen. Und wir schauen jetzt mal gemeinsam rein, ich klicke auf Rette die Welt und wir schauen mal, was passiert. Irgendein Intro hatte ich schon übersprungen von dem Zombie-Event, glaube ich. Da hatte ich einmal reingeschaut, aber wir können jetzt mal gucken, was jetzt kommt. So, verbessertes Menü außerhalb von Mission fertig überarbeitet. Gut, also da scheint was Neues zu sein. Da können wir uns die Updates anschauen, das machen wir nicht. Wir machen jetzt erstmal schließen, sammeln das mal ein und dann gucken wir mal. So. Okay, die Zentrale ist es dann wahrscheinlich. Das sieht ja schnieke aus, Freunde der Sonne. Okay, wir haben hier also unseren Held, den wir ändern können. Hier haben wir dann die Helden-Überlebenden-Upgrades. Oh, ich sehe gerade etwas. Wir haben 144 Upgrade-Punkte. Sie haben es umgeändert. Oh mein Gott. Okay, es ist echt viel passiert wieder anscheinend. Also sie haben ein bisschen was geändert. Es gibt jetzt vor... Guck mal, ich habe 883.000 Forschungspunkte. Wir haben das also doch geändert, guck mal, und ich bin jetzt erst vor kurzem mit Stufe 4 fertig geworden mit dem Baum, konnte nichts mehr machen. Oh mein Gott, also Leute, da müssen wir uns auf jeden Fall nachher richtig was überlegen, wie wir das jetzt einteilen. Und ich bin gerade mal Level, ich bin Blitzlevel 72 wieder, nicht mehr 87. Die ganzen Upgrades und Forschung sind alle weg. Was ist das hier für ein Level? Ich will gar nicht wissen, welche Dings ich bin jetzt, Blitz. Okay, das ist krass. Gegenstandshop ist noch gleich. Wir haben noch 4 Lamas, Upgrade-Lamas, das ist erstmal unwichtig. Event, ja, da ich, wie gesagt, ich spiele momentan nicht so viel Fortnite. Der Grund ist einfach, weil ich momentan andere Interessen habe. Und okay, das Waffenlager haben sie auch umgeändert. Skizzen 700 von 785, okay, da haben wir das ganz normale alte Menü noch. Rucksack ist, denke ich, auch alles gleich. Es ist einfach nur ein bisschen umgeändert. Also sie haben hier oben diese... Ja, dieses... Naja, das Lager halt ein bisschen verändert. Also Zentrallager und Waffenlager ist jetzt halt neu. Ressourcen. Ansonsten, wenn man draufklickt, ist wahrscheinlich alles noch gleich. Die Sammlung... Ja, sieht aber auf jeden Fall sehr nett aus so, finde ich. Und man sieht halt direkt meinen Charakter. Das mit dem Level, das würde mich jetzt mal echt interessieren. Weil wir haben ja auch noch Boost. Wie lange ich noch einen Boost habe, Leute. Guck mal, wie viele Boosts ich hier noch habe. Das ist Wahnsinn. Also wir gucken jetzt auf jeden Fall uns mal erstmal die Upgrades an. Tools. So, wir haben hier nächste Upgrade Rucksackgröße. Erhöht die Anzahl der Gegenstände, die im Rucksack getragen werden können, auf 100. Das machen wir auf jeden Fall. Das kostet Alter, nur einen Punkt. Spitzhacke Level 1. Ja, man hat hier alles ein. Auch Sturmschild. Oh, Leute, das Sturmschildlager. Endlich. Wie lange haben wir darauf gewartet? Schauen wir uns mal kurz den Rucksack an. Da habe ich 100 Plätze und 162 belegt. Epic Games. So, ich bleib einfach mal auf 100. Nein, dann kann man nämlich nichts Neues mehr tragen. Und wo haben wir denn das Lager jetzt? Haben wir das hier auch unter Rucksack? Nee, ne? Wo ist denn das Lager? Ist das hier unter Zentrale? Oder haben sie das Lager wieder rausgehauen? Ja, wir gehen nochmal Waffenlager. Nein, nur Ressourcen. Ist der Chat eigentlich wieder aktiv? Nein, ist er nicht. Ressourcen der Chat vielleicht? Ist immer noch aus. Keine Chats oben. Ressourcen? Ressourcen ist ja die Ressourcen so vom Dings. Helden, Skizzen... Also Leute, mir fehlt jetzt gerade eigentlich das Lager. Skizzen, Rucksack, Sammlung, Umwandeln, Ressourcen, zentrale Lager, Upgrades. Das Lager, wenn wir rausgehauen wurden. Profil. Ja, EP-Boot. Okay, das ist das normale... Ne, die haben das Lager wieder rausgehauen. Das existiert gerade nicht mehr. Nur der Rucksack. Da waren aber auch drei Sachen drin. Auch hier kann ich nichts irgendwie verschieben, glaube ich. Jetzt gehen wir an SSV. Ne, wir machen das jetzt erstmal hier mit der... Auf jeden Fall mit den Upgrades weiter. Der Rucksack ist auf jeden Fall wichtig, da brauchen wir ziemlich viel Platz, den können wir eigentlich maxen. Wobei 200 Platz ist eigentlich schon ziemlich nice. So, das Sturmschildlager brauchen wir auch. Da haben wir jetzt 60, 80, 100. 100 ist gut. 100 Platz, Alter! Das ist krass. Oh, da können wir richtig mal überlegen, irgendwann mal wieder Rette die Welt anzufangen. So, Spitzhacke haben wir hier. Die müssen wir auch auf jeden Fall aufwerten. Machen wir mal auf... Max, nee, guck mal, wie wenig Punkte ich dann nur noch. Man muss ja auch überlegen. Ah, warte mal. Das sind die einzigen Punkte jetzt, die wir verteilen können hier? Ja. Oh, okay, das ist nice eigentlich. Max, die Spitzhacke. Max, die Spitzhacke, ja, okay. Oh nein, mehr geht nicht. Oh, okay, es gibt also Konto-Level jetzt. Ach so, also so ganz einfach ist das gar nicht, wie man das hier überlegt.
Okay, krass. So, was haben wir hier? Das ist die Reparaturgeschwindigkeit. Da machen wir mal immer jeweils, bis es 2 kostet. Also 2 Punkte verteilen wir da. Gadgets. So, die Heilung. Okay, wir benutzen Vorratslieferung ist natürlich richtig nice. Wir machen mal überall, wo es erstmal 1 Punkt zu verteilen ist, machen wir 1 Punkt rein. Weil ich vermute mal, wir können so viel Punkte verteilen. Wenn das jetzt das Einzige ist, was wir verteilen können hier, dann auf jeden Fall machen wir mal überall 2 noch so. 1, 2, 1, 2. Oh. Oh. Jetzt habe ich die Heilung gemaxt. Ja, gut. Meine Katze miaut wieder rum. Guck mal, wir haben immer noch 60 Punkte. Jetzt können wir hier noch 2 machen. Rucksack. Ja, Rucksack machen wir mal voll. So voll es geht. Lager auch. Dann können wir nämlich richtig viel tragen. Machen wir die einfach voll, so voll es geht. So. Und jetzt kann man hier natürlich noch schauen. Heilung habe ich jetzt gemaxt. Die Drohnen hatte man immer benutzt, ne? Glaube ich, die waren immer... Ja. So. Hellstorm! ja, dann will ich noch die Kiste hier machen. So. Jetzt ist ja aber die Frage, guck mal, Upgrade und Tools. Wie upgraden wir denn jetzt theoretisch unsere Waffenfertigkeit? Nehmen wir mal an, wir haben jetzt die Skizze. Und ich möchte diese Waffe jetzt einfach aufwerten auf 5. Obwohl ich es noch nicht mal freigeschaltet habe. Würde das gehen? Ja. Es würde einfach gehen. Das ist krass. Jeder kann jetzt Max machen. Jeder kann jetzt einfach maxen. Theoretisch. Wahrscheinlich muss man da aber auch ein Kontolevel für erreichen. Vermute ich mal. Aber das ist krass. Das ist nice. Wir können zum Beispiel auch, wenn wir jetzt sagen, guck mal, wir haben noch 2 Punkte übrig. Wenn wir jetzt irgendwo noch was hätten, was 2 Punkte kostet, haben wir jetzt, glaube ich, nicht mehr, dann könnte man diese 2 Punkte verwenden. Das finde ich ganz nice. So, die Forschungspunkte, das wird jetzt richtig lustig. Oh mein Gott, ey. Wie viele Forschungspunkte kann ich jetzt pro Tag eigentlich sammeln? Oder ist es einfach wirklich die ganze Zeit egal, wie viel ich sammle? Weil ich meine, ich bin mal echt gespannt. Leute, schreibt mal unten in die Kommentare, wie viele Forschungspunkte ihr habt. Nicht wie viele normalen Punkte, also Upgrade-Punkte, sondern wie viele Forschungspunkte habt ihr jetzt durch dieses neue Update bekommen. Das würde mich interessieren. Oder schreibt es oben rechts. Ich mache mal eine Kommentarbox auf. Stimmt mal oben rechts ab. Ich werde das so ein bisschen aufteilen, so mit unter 200.000, über 300.000. Stimmt da oben mal ab, dann kann ich das so ein bisschen überprüfen. Und ja, wir schauen uns jetzt hier erstmal an. Sind das wirklich nur 4 ein... Das sind nur 4 Dinger, glaube ich, ne? Oder was ist hier Forschung? Das kostet nur 300? Sind das nur die 4? Ja, aber warte mal, sind das nur diese 4 Punkte hier? Du hattest beim Forschungsbaum auch nur 4 Sachen. Stimmt. Ja, aber 4 Forschungsstufen. Du erhältst einen Forschungsbonus, wenn du deine Anzeige füllst. Du hast es fast geschafft. Ich wollte gerade sagen, Alter, ich habe... Leute, wir haben so viele Punkte. Ich will gar nicht wissen. Ich will gar nicht wissen. Ich kann es zurücksetzen. Oh mein Gott. Achso, 2 Rückerstattungen, okay. Heftig. Hä, man müsste jetzt überlegen, ne? Man kann damit jetzt theoretisch richtig. Alter, wir haben so viele Punkte, ne? Ich mach mal erstmal alles auf 70. Guck dir mal an, wie hoch mein Blitzlevel einfach direkt. Also ich müsste eigentlich auf 87 wiederkommen durch die ganze Verteilung hier, ne? Wir können, glaube ich, alles auf 140 machen. 100. Oh, Alter, jetzt ist es aber gesprungen, ne? Ich versuche erstmal eine Sache voll zu machen. Es geht nicht voll. Das ist, glaube ich, unendlich weit. Vermute ich mal. Der springt immer direkt auf 140. Hast du das gesehen? Guck mal, wir haben immer noch so viele Punkte. Okay, hier wird es langsam teurer. Okay, 3 und... Ach so, nee, das ist das Leben. Das ist gar nicht... Ach so, ich verstehe.
Ah, okay, das sind die... Ah, ich verstehe langsam, okay. Boah, das macht Spaß, so da drauf zu drücken, weißt du, weil wir so viele Punkte haben. Komm, wir sind jetzt schon bei Blitz 82. Weil es gibt immer einen Bonus, glaube ich, wenn man einen Dings übersprungen hat. Okay, krass. Achso, also wenn du spammst, kriegst du Bonus? Nee, wenn du hier die letzte Dings erreicht hast, dann kriegst du einen Bonus. Guck mal, jetzt 83, 84 und jetzt 400, weißt du? Okay. Nächster Bonus. Also Leute, das ist richtig heftig. Wir werden die 87 bestimmt easy erreichen. Oh, egal. Weil so langsam kommen wir zu den Forschungspunkten, die uns jetzt, Ich denke mal, wir werden auch 87 so wieder erreichen, wie wir es vorher hatten, vermute ich mal. Guck mal, jetzt müsste ich den vollschalten und dann wäre vorbei. Doch 87. Jetzt kann ich hier überall aufteilen. Schon. So. Ja, also theoretisch, Leute, seht ihr von den Forschungspunkten, mich würde ja interessieren, ich glaube, 4200 ist Max, was ich tragen kann, oder? Oder ist das einfach nur das... Nee, das zeigt mir dann, was ich nochmal forschen könnte. Aber 4000 sind ungefähr auch die, die ich immer jeden Tag bekommen habe. Okay, krass. Das finde ich nice. So, schauen wir uns mal die Info an. Okay, also wir sind wieder auf unsere 87 gekommen, wie ich es mir vermutet habe. Also wird das wahrscheinlich auch überall so gleich sein. Man hätte jetzt natürlich auch sagen können... Bitte? Da stand gerade, während du weg warst, haben deine Wissenschaftler wieder was gesammelt, oder? Ja, ich sehe das gerade. Guck mal, jetzt habe ich 3000. Da oben, siehst du? Neben Forschung. Ja, ich sehe es, krass. Nice. Also Freunde, das ist richtig nice. Jetzt gucken wir uns mal Waffenlager an. Da können wir auf jeden Fall ein bisschen noch was verwerten. Oh. Mein Lager. Ah ne, wir machen das erstmal weg. Das würde jetzt wahrscheinlich eh zu lange dauern. Was wir nochmal einmal schauen können, ist in der Sammlung. Okay. Ach, ja stimmt, es läuft ja jetzt gerade das Albtraum-Event wieder. Guck mal, da haben wir... Aber ich glaube, das ist die, die ich momentan benutze. Kann das sein? Nö. Dann kann die weg. Oh, und da kriegen wir sogar was Schönes. Eine Box. Oh. Oh, können wir auch alles verwerten. So, Überlebende haben wir hier nichts Neues. Oh, es fängt auch schon langsam an zu laggen. Ist auch... So, den habe ich nur einmal. Man sieht hier mal schön an der Anzahl, wie viele ihr das habt. Den kann weg. Deswegen, hätte ich das jetzt alles verwertet, hätte ich meine Sammlung wahrscheinlich wieder nicht voll machen können. So, und das war's tatsächlich schon. Hier sind nur Waffen, die ich noch selber benutzen würde. Vom Blockbuster ist auch schon alles fast drin. Ja, das habe ich, glaube ich, aus dem Shop gezogen. Den habe ich nicht gekauft. Ich hätte jetzt aber gerne die Black Scar mit Schalldämpfer. Die würde mich freuen. So, Skizzen. Dann machen wir das doch einmal kurz weg. Schade, dass man hier nicht irgendwie mit Shift arbeiten kann, dass man sagen kann, hier alles von da bis da oben soll verwertet werden. Man muss wirklich jedes einzelne einmal anklicken. Und das ist natürlich ein bisschen zeitaufwendiger. Man könnte auch sagen, wenn man jetzt genug Überlebendenkarten hat, dass man diese ganzen Dinger umwandelt zu Überlebenden und dann die Überlebenden wegschickt, damit ich Überlebende habe. Also Überlebenden XP, weil davon habe ich momentan echt ziemlich wenig. So, ich glaube, die hatte ich auch alle weggeschickt, ne? Ich weiß das gerade gar nicht. Zumindest alles, was ich doppelt hatte. Das habe ich sogar zweimal. Dreimal. Das gibt natürlich auch immer schön XP. Ich meine, ist ja nicht so, dass ich so viel XP habe, ne? Ich habe ja nur 2,5 Millionen. So. Dann können wir das verwerten. So, dann haben wir nämlich auch wieder ein bisschen mehr Platz. Trotzdem muss man sich so überlegen, das hier sind einfach 600 Skizzen. Nee, das ist das Inventar. Das ist das komplette Inventar, stimmt ja. Genau, man müsste jetzt zum Beispiel nämlich auch in der Zentrale bei den Überlebenden schauen. Hier habe ich ja auch, das ist das ganze Inventar, ne? Hier die ganzen zum Beispiel, muss ich auch alle verwerten. Ja, Freunde, ich würde dann auch schon mich hier theoretisch schon verabschieden. Heute mal keine Mission, sondern einmal das neue Menü von Fortnite. Ich hoffe, ich bin nicht zu spät dran. Ich habe das nämlich gar nicht mitbekommen. Ich habe auch keine Update-Meldung oder so erhalten. Ich weiß nicht, ob
ob das irgendwo stand oder so. Vielleicht ist es auch erst seit heute drin, ne? Vielleicht eben seit dem Update, dann bin ich vielleicht auch sogar einer der Ersten, der das hier gemacht hat. Also auf jeden Fall freue ich mich dann, wenn wir vielleicht irgendwann wieder Fortnite spielen sollten, seid ihr auf jeden Fall das, werdet ihr das als Erstes mitbekommen. Deswegen sage ich hier auf jeden Fall tschüss, bis zum nächsten Mal, wir sehen uns im nächsten Part. Bis dahin, tschüss, wir sehen uns in der Zukunft. Haut rein!